Otis und Eddie sind wie Pech und Schwefel. Die zwei Freunde sind fast so etwas wie Brüder. Beide sind chronisch pleite und haben ständig Ärger am Hals. Am Leben hält sie ihre gemeinsame Leidenschaft, das Rappen. Beide träumen von einer großen Musikkarriere. Allerdings fehlen ihnen zum Durchstarten die Kontakte zu den entscheidenden Leuten. Mit der Hilfe eines Freundes beschließen sie, ein Demoband zu produzieren. Ihnen fehlt nur noch ein passender Name. Ja, ist aber nicht Flippers, oder? Eddie und Otis steht doch drauf. Nee, Digga, da steht Otis und Eddie. Ich hab mir schon was dabei gedacht. Nein, Mann, aber Eddie und Otis ist doch viel. Nein, Mann, das klingt doch schon alleine zuerst besser, kommen, Otis und Eddie, Alter. Jungs, das ist doch egal. Ihr seht doch aus wie Brüder. Ja, keine Ahnung, oder wie Blutsbrüder oder so. Ja, aber wenn dann mit Z am Ende, ja? Also genau. Blutsbrüder. Nachdem das geklärt ist, geht es bergauf. Die beiden haben zum ersten Mal richtig Glück im Leben. Das Demoband fällt einem Plattenboss in die Hände. Der ist sofort begeistert. Pass auf, wir müssen uns unterhalten, okay? Entschuldigung, kann ich eine Flasche Champagner haben? Worüber willst du denn reden, Alter? Nur, wenn ich mal zusammen was machen. Wenn wir zusammen in einem Boot sitzen, ihr und Sony, da könnt ihr wesentlich mehr Leute erreichen. Verstehst du? Aber pass auf, ich will dich gar nicht überfallen. Wenn du wieder in Berlin bist, dann rufst du mich einfach mal an, okay? Die beiden Freunde unterschreiben einen Vertrag mit der Plattenfirma und wähnen sich am Ziel ihrer Träume. Doch schon gibt es die ersten Probleme. Die Plattenfirma verlangt von den Rappern, dass sie singen, bunte Sachen tragen und lässt den Rap von Otis heimlich aus dem Song entfernen. Die Freundschaft beginnt zu bröckeln. Merkst du das nicht? Der Typ will uns kaputt machen, Alter. Mann, du machst alles kaputt, nicht er. Ich mach alles kaputt, Alter. Hörst du dich selber zu, wenn du so nicht schaffst? Mann, ich meckerst die ganze Zeit rum. Du hast endlich was zum Essen und zum Anziehen. Aber bist erst so viel, wenn alles wieder am Arsch ist, wa? Während Eddies Karriere abhebt, scheint Otis Leben am Boden zerstört. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Blutz Brüders ist eine unterhaltsame Mischung aus Drama und Komödie mit autobiografischen Zügen. Nach Zeiten ändern dich von Sidos Intimfeind Bushido war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Sido auf das Feld der Schauspielerei wagt. Dass sich der Maskenmann im Alter nicht mehr so ernst nimmt wie früher, hat dem Film sehr gut getan. Auf der Blu-ray gibt es als Extras unter anderem ein Making-of, Outtakes, einen Blick hinter die Kulissen und viele Interviews. Boom.